Okay, ich brauch so ein Ding. Ach, das ist alles so nervenaufreibend. Nein! Nein, und jetzt Ah. auch noch das Tagebuch. Nein! Das wollte ich nicht. Bei Ich hoffe, dir hängt der du Stream hilfst mir leider jetzt sehr. Ja, schon das liegt und jetzt lässt mich wahrscheinlich bald wieder. dran, weil man die Auflösung nur noch auf HD haben kann und nicht Ich mehr freue mich runterstellen darauf, dich kann. bald wieder. Schade, schade, schade. Warum? Guten Immer ist Morgen. irgendwas. Wie wäre es Immer mit ist. etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemeint. Wo das herkommt. Brauchen wir mehrere oder reicht eine? Ich Weiß ich lege einfach nicht. mal ein paar hin. Ja, kann ja nicht schaden. Stufe 9. Es wird immer besser. Gönn dir. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Trickstock freigeschaltet. Mit ihm kannst du den Piñatas fantastische Kunststücke beibringen. Drücke die Y-Taste, um mehr darüber zu erfahren. Mein Tipp: Füttere einen Sparrow Mint mit einem Gänse. Riesiger Apfelbaum und bald haben wir Äpfel. Experiment. Ja, genau. Aha. Ich glaube, irgendwie musst du jetzt quasi. Nee, du musst die nur hinschicken. Du musst es gar nicht kaputt hauen. Die machen das schon selber. Du musst die nur hinführen. Aber nicht hauen mit der Schaufel. Und ich glaube, dann musst du irgendwie mit dem Trickstock musst du die dann anklicken, damit die. Ich weiß es nicht mehr. Was macht das? Doch. Er geht nur in Position. Aha. Jetzt musst du ihn sagen, da. Das weiß ich nicht genau. Das musst du ihm vielleicht nochmal selber sagen. Obwohl, doch, er geht hin und ist, glaube ich, die Blüte. Und jetzt tanzt er auf Federn oder so. Oh. Und macht. Hä? 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 Was? Verstehe ich nicht. Da kommt. Hahaha, da kommt ein Häschen. Oh nein, der hat nein! Angst vor dem Fuchs. Ist Damn klar, it. aber vielleicht funktioniert er trotzdem. Oh, wo läuft er denn hin? Er läuft wieder in seinen Bau. Leg die vielleicht näher an den Rand vom Garten, damit er nicht so weit rein muss. Tödliche Karotten fallen. Ja. Und dann kann er nicht mehr weg. Du bist so hinterhältig. Ja. Halo Master Chief Collection installiert. Können wir auch zu zweit spielen. Das sind coole Koop-Spiele. Es macht schon Spaß, wenn man dann zu zweit beim Auto rumfährt und so. Ja, der ist leider... nicht mehr. Besuch von einem neuen Tafli. Was ist denn da passiert? Wirklich wer ertrunken oder so? Ja, vielleicht. Ach, der wird nur wieder. Das passt schon. Der wird nur wieder neu gespawnt. Bei einem Trottel. Ah. Dann ist schon gut. Irgendwie hängen die auch ineinander. Ah, hier so eine Fliege ist zu Besuch. Der Frosch wollte doch eine Fliege, dass er einzieht. Ah, ja, aber wie. Hätte ich die schon gehabt gerade? Ah, da. Eine Frucht. Bald kriegt der Apfelbaum bestimmt Äpfel und dann ist Fruchtzeit. Oh, da kommt der Hase wieder. Ich hoffe, dass der den nicht bemerkt. Ja, der schläft schon recht nah hier, ne? Ja. Guck mal, da kommt noch ein Frosch da hinten.
Ach, ist alles so schön. Aber auch grausam. Ja, mich hat damals das Spiel, da hat man wahrscheinlich so technische Sachen wie die Steuerung und die ständigen Einblendungen noch eher verziehen, hat mich sehr fasziniert. Das habe ich sehr lange gespielt. Ich habe dann auch wirklich von fast allen coolen, großen Tieren die super seltene Goldversion gezüchtet und lauter so Bullshit. Das war schon cool. So, nein, er hat Angst vor Fuchs. Na, aber früher oder später kriegen wir dich, Häschen. Dann bist du verloren. Nein, wo geht er hin? Wie, du gehst jetzt weg? Wir holen extra für dich einen Hasen. Also echt? Hey, wir sind eigentlich auch ein bisschen doof. Wir könnten doch in die Wüste gehen und dann den Hasen fangen für ihn. Aber anders als man uns... Na, geht weg. Na, weiß ich jetzt auch nicht. Ich fürchte, da können wir nichts machen. Ein Arschloch. Geht wieder zurück in die Arktis wahrscheinlich. Naja, aber wenn jetzt kann wenigstens ein Hase einziehen. Wenn ein Hase da ist, kommt wahrscheinlich auch wieder ein Fuchs. Offen hier. Da ist der Gockel wieder. Komm du jetzt mal und isst deine Maiskolben, Mensch. Ja, also echt mal, ich verstehe nicht, warum der da nicht hingeht. Vielleicht auch wegen dem Fuchs. Vielleicht auch wegen dem Fuchs. Warte. Theoretisch kannst du übrigens auch den Fuchs eintüten. Du kannst Pinatas auch in Boxen stecken und im Postamt lagern, wenn du sie gerade nicht brauchen kannst. Nein, Tiere sollen sie nicht so haben. Das stimmt. Scheiß Rassisten. Das stimmt. Nur weil sie Angst haben, gefressen zu werden. Also wirklich. Also wirklich. Mach jetzt ein Schneegebiet. Cool. Gebiet. Kann es sein, dass die Ansprüche für Wurmli-Paarung sehr niedrig sind? Ja, anscheinend irgendwie. Es scheint so. Ja. Ich habe auch genug Wurmlis. Vielleicht verkaufe ich das. Könntest du machen. Oh, da hat der Vogel drauf geschlafen gerade. Kann ich aber ein neues Dings kaufen? Theoretisch. Guten Abend, Chef. Ich wollte eben essen, aber der Klang von Schokomünzen könnte meinen Appetit zügeln. Wenn wir zwei Füchse haben, ja, könnte man Füchse züchten. Ja. Bau schon mal vor. Bevor ich anfangen kann, musst du den Arbeitsschuppen... Er hat eine andere Stimme auf einmal. Okay. Geht das da nicht? Ein bisschen vom Rand noch weg, genau. Mein Gott, ist ja riesig. Da ist nämlich schon ein zweiter Fuchs. Oh, sehr gut. Ich warte nur noch auf den einen kleinen Hasen. Oder den Hahn. Das würde auch gehen. Der Hahn geht auch. Ja, entweder oder. Ach so, nee, warte mal, ein Truthahn, aber ein Hahn muss anscheinend essen, um paarungsbereit zu sein. Ja. Und noch irgendwas, das wir noch nicht wissen. Okay, das wäre vielleicht doch komplizierter mit denen, aber gut. Ja, aber wir haben die Fallen ausgelegt. Ja. Bald sollte alles bereit sein. Ich meine, da hinten, ne? Lichtquelle. Ah. Stimmt, du könntest echt mal im Laden wegen Dekoration und sowas schauen, weil das kann auch manchmal anlocken und so. Ah, immer diese Anspruch. Da. Ja, der ist ja gerade bei dir. Ach so. Kaufen oder verkaufen? Mir ist's egal. Für mich ist beides profitabel. Hallo, Aldus.
dieses neue Spiel mit der Insel der lebenden Süßigkeiten. Nee, das sagt mir jetzt auch gar nichts. Das ist Viva Pinata, ein Klassiker für die Xbox 360. Aber wir spielen jetzt auf der Series. Das soll es. Ein Ofen. Jetzt haben sie es warm. Wie kommt da dann? Ah, da kommt immerhin Sidos wieder. Vielleicht gibt uns neue Samen und lockt neue Tiere an. Der Trottel. Trottel. So? Sidos! Meine. Uah. Aber beim Baum. Ah. Wusstest du? Oh, den Samen, den darfst du, glaube ich, nicht pflanzen. Den muss die Schnecke essen. Und dann wird sie endlich lieb, glaube ich. Okay. Also absetzen am besten. Aber wo ist jetzt die, wenn man sie mal braucht, die Schnecke? Tja. Oh, jetzt hast du es doch gepflanzt. Nee. Na gut. Oh. Ja, aber gut, vielleicht, ne, wenn die gewachsen ist, kann man ja wieder neue Samen gewinnen. Das ist, glaube ich, vielleicht eh okay. Aber wie habe ich die? Ich dachte, nur auf sowas wird es gepflanzt. Nee, ich glaube, du kannst die überall pflanzen. Oh, cool. Ach, wunderschön. Ach, Bugsnack, meint Aldus. Ja, ja, stimmt. Bei Bugsnack musste ich tatsächlich auch ein bisschen an das hier denken. Nee, Bugsnack ist ja ein PlayStation 5-Exklusivtitel. Das schauen wir uns vielleicht dann auch an, wenn die PS5 kommt. Das ist ja im PS Plus-Paket mit drin. Ah, noch ein Brombeersamen. Sehr gut. Den lasse ich jetzt einfach da liegen. Ja, okay. Hase. Nein, jetzt hat er schon wieder... Jetzt iss halt mal eine Karotte, anstatt dass du immer vor dem Fuchs wegläufst. Dumme Sau. Aber wirklich. Riesiger Kürbis, mein Gott. Da ist er. Da ist sie. Oh ja, Schnecke. Hol dir den blöden. Ja, ich glaube, sie kriegt eh hin. Wird dann aus ihr eine richtige Schnecke? Ich glaube schon, ja. Jetzt verpuppt sie sich, die saure Shelly Bean. Ist jetzt in ihrem Shelly Bean-Panzer. Irgendwo vertrocknet schon wieder eine Pflanze. Ich glaube, es ist die Mondpflanze neben der Schnecke, die ist braun. Oh, es passiert was. Saure Säule Ausbau. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das erste Stück der sauren Säule erhalten. Du hast die Auszeichnung erlangt, weil du eines der sauren Biester... Okay. Ja, guck, da ist jetzt die gezähmte Schnecke. Wo? Ah! Die sieht lustig jetzt aus. Jetzt ist sie ein Jellybean. So, wo ist jetzt diese blöde Pflanze? Ist das der Busch da vielleicht? Nee. Ja. Das Spiel geht einem manchmal ziemlich auf die Nerven mit seinen plötzlichen Sequenzen dauernd. Deswegen sind wir so freundlich zu den NPCs. Hallo Gärtner, kannst du eine Jäterin gebrauchen? Eine Jäterin? Ich weiß, ich bin klein und niedlich, aber ich weiß, wie man jedes Unkraut los wird. Oh bitte, denk drüber nach. Ich bin hier und trinke Milch, aber ich esse keine Kekse, denn ich bin schon süß genug. Eine Jäterin. Alter. Und der Kneipenbesitzer. Ich glaube, jetzt sind alle NPCs eingeführt. Hey, Milchbart, außer die Bösen. Wie geht's? In meinem Gasthaus findest du immer den einen oder anderen Arbeiter. Ja, okay. Stufe 2, herzlichen Glückwunsch. Schau bei Gelegenheit mal in Lottis Laden. Na gut, aber ich glaube, jetzt haben wir alle.
Gretchen Fädchen. 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 Hallo, ich bin die Jägerin hier im Dorf. Und ich kann dir jedes Pinata fangen. Ich muss allerdings sicher sein, dass du auch gut auf sie aufpasst. Das ist praktisch. Daher fange ich erst Pinatas für dich, wenn schon wenigstens eins bei dir lebt. Wenn es soweit ist. Jetzt kann die zum Beispiel auch einen zweiten Fuchs herholen oder sowas. Ah, guck mal, die schlägt hat die Diesel gefressen. Der hat den Löwenzahn gegessen, ja. Hey, guck mal, am Apfelbaum sind Äpfel. Hau mal mit der Schaufel dagegen oder so. Also nur klopfen, nicht hauen. Ja, antippen steht da eh. Die Unzerstörer, na gut. Tada, Äpfel überall. Irgendwer wollte doch Früchte. Jetzt hat er Früchte. Früchte über Früchte. Die Taffy wollte Früchte, stimmt's? Die Fliege. Dann kommt der Frosch. Und dann kommt der Frosch. The Circle of Life. Da ist schon wieder... Warum bist du denn jetzt dahin? Aber wirklich, muss das sein? Oh, jetzt Gott. Vertreibt er wahrscheinlich Hahn und Hase, der blöde Fuchs. Oder geh in dein Haus, genau, geh in dein Haus und verschwinde. Das ist gut. Dann kann der Hahn... Oh, Gott. Es ist doch echt... Also, wirklich. Oh, ein neuer Bewohner. Taffy-Fliege, ja, die ist eingezogen. Ja, die Fliege ist da. Unterm Baum. Ah, okay. Sieht aus wie die blaue Elise von Pink Panther. Nur mit Flügel. Cool. Der Hahn haut auch schon wieder ab. Ey, was ist denn los? Weiß auch nicht, was er hat. Da liegen doch Maiskolben. Überall liegen Maiskolben. Vielleicht ist es wirklich der Fuchs. Ah, da kommt der Frosch. Warum haben die Vögel und alle Angst vor dem Frosch? Was ist denn jetzt los? Ja, genau. Die Fliege sollte Angst haben vor dem Frosch. Ja, die Fliege ist hinüber. Ach, bei Hearthstone ist das auch der Gastwirt. Der Gastwirt hier, ne? Sehr witzig. Mein Gott. So ein grausames Spiel. Ja. Nature is so beautiful. Cool, jetzt zieht der Frosch, glaube ich, ein, oder? Ah, nee, da brauchen wir noch mehr Wasser. Der braucht doch auch doppelt so viel Wasser, der Frosch, als wir ja, jetzt haben. Ja, stimmt, stimmt. Dann machen wir halt noch ein bisschen größer. So, müsste doch reichen, oder? Weiß ich nicht. Ah ja, er reicht. Yay. Cool. Cool, ist bei uns eingezogen. Das erinnert irgendwie an Monster Ranger in Kompakt. Monster Ranger, das weiß ich nicht. Da kenne so, ich nur die Serie. So, da kommt wieder ein Häschen. Ah ja. Jetzt hol dir deine blöde Karotte. Ah, oh, es liegt hier keine Karotte. Nee, da liegt nur ein Maiskolben. Aber lass das mal. Der Fuchs ist, glaube ich, in seinem Bau, oder? Ja. Ja, dann könnte es gut gehen vielleicht. Vielleicht haben wir Glück diesmal. Der Hase schnuppert. Er schnuppert immer noch. Er freut sich und läuft wieder weg. Ach, so ein Scheiß. Na gut, vielleicht. Ah. Sieht aus. Was, wie? Samheini ist wieder da. Samheini. Ich hab verstanden, dass du Samuel sagst. Der Samuel ist wieder da. Oh, ein Jutgat. Ah, weil du so viel Wasser hast wahrscheinlich, wird das jetzt angelockt. Cool. Das Spiel ist schon irgendwie cool. Dadurch, dass das so relativ einzigartig Teich, ist. Den du angelegt hast, macht den Garten für dieses Pinata interessant. So ein seltenes Konzept auf jeden Fall. Fühlt es sich auch nicht so abgedroschen an, wie viele andere ältere Spiele. Samen sind... Das ist neu, oder? Sieht neu aus. Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Wenn mal die Wurmis alle weggehen würden... Ah, das kann man vielleicht da nicht pflanzen. Manche Pflanzen brauchen speziellen Boden. Muss man durchgucken. Nee. Da würde dann oben so ein A erscheinen. Vielleicht im Wasser? Ah, vielleicht, ja. Warte, irgendwo war da gerade. Ah, das ist wahrscheinlich so Schilfrohre. Irgendwas, das direkt am Wasser pflanzen musst. Du.
So. Aber ich habe noch keine Fliege, keine weitere. Aber da sind noch so viele Äpfel. Eben, die müssten nur kommen. Die haben echt alle irgendwie Angst vor dem Frosch. Ja, warum haben denn alle Angst vor dem Frosch? Vielleicht braucht der Frosch zur Paarung irgendwie noch andere Sachen. Aber warum die Vögel Angst vor dem Frosch haben? Was sind das für ein Mörderfrosch? Oh, jetzt ist der Fuchs wieder rausgekommen. Ja. Geh doch in die Eiswüste und fang noch einen Hasen. Theoretisch zum Beispiel könntest du das machen. Der Fuchs hat Angst vor der Gießkanne. Da kommt der jetzt kommt der Hase natürlich wieder. Jetzt, wo der Fuchs wieder da ist, kommt natürlich der Hase. Wo ist der Hase? Da ist der Hase. Also wirklich. Warte, vielleicht geht er jetzt nach unten und isst die Karotte, bevor er dem Fuchs zu nahe kommt. Komm schon, isst die Karotte. 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 Ja! Du bist verloren. Das ist so da gemein. Da hinten ist schon der Fuchs, guck. Da hinten ist schon ein wilder Fuchs. Jetzt freut er sich noch. Warte, ich steig mal kurz ein und gieße die Pflanzen ein bisschen. Mein Controller ist schon wieder aus. Irgendwas vertrocknet schon wieder. Ja, ich weiß auch nicht was, keine Ahnung. Immer alles durch. Siehst du den Fuchs, wie er angeschlichen kommt? Ich weiß auch nicht, was da angeblich vertrocknet. Ah, warte, ich kann mir vorstellen, was vertrocknet. Das da wahrscheinlich. Jetzt nicht mehr. Und wieder weg. Ich will den Fuchs nicht verscheuchen mit meiner Gießkanne. Ein Pinata wird gejagt. Tut der Fuchs so unauffällig. Oh, alle haben Angst vor dem Fuchs. Nur der Hase checkt's nicht. Wie er sich so langsam anschleicht. Ich meine, es ist schon echt süß. Irgendwie laufen jetzt wieder alle Pinatas vor ihm. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Warum der mit Trompeten schießt? Wer weiß, aber gut. Und Kablamo. Zerstückelt. Ja, ich habe noch zwei. USK 18. Ich habe, glaube ich, noch zwei weitere Karotten. Karotten, ja. Ja, aber jetzt hast du zwei Füchse. Yay. Müssen wir nur gucken, wie wir die. Wir brauchen den Hahn. Ja, stimmt, wir brauchen den Hahn. Ich verstehe nicht, warum der Hahn nicht kommt. Es liegen doch drei Maiskolben braucht ja, der. Es liegen drei Maiskolben rum. Wahrscheinlich haben die vielleicht Angst vom Fuchs. Ja, die Behausung haben wir schon, genau. Wir bräuchten jetzt nur. Hä, was jetzt? Achso. Ich hab mal wieder das Falsche. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir nur noch quasi zwei Hähnchen. Jeweils ein Hähnchen. Und dann gibt's Fuchsliebe. Ah, ein Fudgehog. Die sind so bekloppt. Die Distel. Stechpammel, die Distel Blätterhaufen, Blätterhaufen im Garten. Die haben Ansprüche. Seid nicht traurig. Der Hase baut sich doch wieder zusammen. Es ist ja nur vorübergehend. Der kommt jetzt bald wieder und zieht wieder in den Garten ein. Und dann wird er wieder gefressen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Es ist so grausam. It's just nature. Ja. Nature is beautiful. So ist die Natur. Wunderschön. Wunderschön grausam. Liegen wirklich drei Maiskolben? Ich sehe nur zwei. Ich weiß, dass du drei gekauft hast mal, aber irgendwie sehe ich nur zwei rumliegen, oder? Irgendwie schon, ja. Da liegt einer. Da liegt einer. Ich meine, vielleicht hat er schon mal einen gefressen. Ja, aber steht. Kauf vielleicht nochmal 50 Maiskolben. Und leg die überall in den Garten. Oder zumindest drei oder so. Nochmal. Oder vier. Guten Morgen! Wie wäre es mit etwas? Tod durch Trompeten. Nein, doch, Tod durch Trompeten ist eine ganz natürliche Todesart. Das soll es also sein? In Viva Pinata. Noch eine. Und da noch. Netter Versuch, Geist. Hey! Oh, wir sind pleite. Du erst einmal einen Blick auf deinen Kontostand werfen. Na, dann reicht vielleicht einer erstmal. Naja. Wir müssen Pinata glücklich machen, vollstopfen mit Süßigkeiten und zu Wettbewerben schicken. Vielleicht wäre es gar keine doofe Idee, die beiden Füchse voll zu machen und auf Wettbewerbe zu schicken oder auf Partys zu schicken, damit die mal vorübergehend weg sind. Wie kann man das machen? Du musst ihre Glücklichkeitsanzeige füllen. Und das macht man, glaube ich, zum Beispiel, indem man die füttert, glaube ich, eventuell.
Ah ja, genau, benennen ist ja auch gut. Pretzda. Moment mal, der heißt immer noch Pretztail. Ach nee, warte, passt schon. Das hat er gut gefunden, aber ist noch nicht glücklich genug. Gib dem wirklich mal so Äpfel und so Zeugs zu essen. Ich glaube, grundsätzlich essen alle Pinata gern Früchte. Und das hier ist... Wir haben den Hasen nur angelockt, damit der Fuchs den bekommt. Ja, ja, ich weiß. Das Spiel ist grausam. Das ist schon wahr. Aber so ist das. Und jetzt locken wir Hühner an, nur damit die Füchse sich paaren. Aber so ist das eben in dem Spiel. Und wieder glücklicher. Ja, das hat ihm gefallen. Sehr gut. Was war der Apfel da? Oh, da haben wir genug. Und da wächst schon die nächste Ladung. Sieh das! Alter Samenspender. Ich glaube, er geht. Ach, sieh das. Was denn? Ach, weil er größer geworden ist. Ich dachte, da kommt gerade ein kleiner Fuchs raus. Aber es ist ja der gleiche Fuchs. Irgendwie hat er jetzt den Apfel nicht gegessen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht saß gerade ein anderes Tier drauf. Die haben tatsächlich auch Soundeffekte aus Banjo und Kazooie wiederverwertet für das Spiel. Vielleicht gleicher Synchronsprecher auch möglich. Jetzt ist er immer noch nicht voll glücklich, aber fast. Lass den Apfel halt, mein Gott. Ja. Danke. Und jetzt kannst du ihn in die Box oben hinschicken. So Jurassic Park ziegenmäßig, genau. So ähnlich haben wir das mit dem Hasen gemacht. Der ist jetzt schon weg? Ich glaube, der ist jetzt schon weg, oder? Oh, warte mal. Wir haben einen Klackelsbesuch. Ein Hahn hat uns besucht. Ich glaube, zum ersten Mal jetzt tatsächlich. Da ist er. Hat er vielleicht auch schon Mais gegessen? Nein, geh nicht zum Hahn. Ja, aber wirklich, Fuchs. Hau jetzt ab. Hau ab. Geh da hin. Ja, weiß ich nicht, von mir aus.